Krav Maga ist im Prinzip weltweit die Selbstverteidigung, die sich einen hohen Ruf durch ihre gute Erlernbarkeit und ihre hohe Effizienz erworben hat. Von daher gesehen hat es eigentlich immer eine sehr große Praxisnähe gehabt und es ist immer darum gegangen, was lässt sich unter wirklichem Stress, was lässt sich, wenn man wirklich Angst hat, wenn man Angst ums Leben, wenn man Angst um seine Gesundheit hat, was lässt sich dann ausrichten? Es ist im Grunde genommen eben überhaupt keine Kampfkunst, die großen Wert auf künstlerische, ästhetische, vielfältige Techniken oder Anwendungsweisen legt, sondern ganz, ganz stark darauf bezogen ist, was brauche ich wirklich, wenn es mir ans Leder geht. Dann habe ich beim Krav Maga eine gute Chance, das in einer überschaubaren Zeit zu bewältigen. Es geht nicht darum, irgendwie ein Held zu sein oder jemand, der eine Situation wie im Hollywood-Film perfekt löst, ohne dass irgendwas in ihm passiert, sondern uns geht es darum, dass ich eine schwere Bedrohung habe, eine große Gefahr habe, möglicherweise eben für Leib und Leben von mir oder Angehörigen und dass ich da rauskomme. Also das ist auch eine Part von Realismus, der im Krav Maga sehr typisch und sehr wichtig ist, dass man sagt, was ist eigentlich zentral. Ja, vielleicht eben, es gibt heutzutage sehr viele Menschen, die mit Messern in der Tasche herumlaufen, also Messer abwehren, diese Waffen abwehren. Natürlich hat das Krav Maga durch seinen Hintergrund aus diesem militärischen Kontext zu kommen, einen relativ großen Schwerpunkt erstmal auch in der Waffenabwehr und natürlich in dem, wenn ich sozusagen alltäglich unterwegs bin, da bin ich meistens nicht perfekt gekleidet, ich bin nicht gut aufgewärmt, ich bin meistens überrascht von der Situation. Viele Kampfsportarten gehen ja immer von einem perfekten Zustand aus, wenn man dann der Kampf beginnt. Und das ist ja eigentlich in der Selbstverteidigung überhaupt nicht der Fall. Das ist genau das Gegenteil davon. Ich werde in sehr ungünstigen Moment erwischt. Deswegen ist ein sehr typisches Motto vom Krav Maga, englischer Spruch, always train in a position of disadvantage. Weil das entspricht der Realität und nicht das Perfektsein.